Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2 mit unserem Projekt Indien. Wir sind in Punjab. Das ist wie Folge. Das ist. Ich kann nicht reden. Wir spielen hier Folge 4 dieses Projekts. Und eigentlich läuft es gar nicht einmal so schlecht. Wir haben jetzt in den letzten drei Folgen drei Kriege geführt und alle drei grandios gewonnen. Dabei haben wir unser Gebiet doch um einiges vergrößert. Hier um Kalat, um Sindh und um Afghanistan. Schöne Gebiete, also schöne Gebiete sind es jetzt nicht unbedingt, aber sie sind halt Gebiete. Unser jetziges Ziel ist es, möglichst bald zu westernisieren. Wir sind bei 35%. Wir brauchen da noch ein bisschen was. Ich glaube, einen kleinen Fehler habe ich dabei gemacht. Ich hätte wahrscheinlich am ehesten das reformierte System nehmen sollen. Das hätte nämlich meine Bildungseffizienz gesteigert. Dadurch hätte ich meine Alphabetisierung gesteigert. Dadurch hätte ich meine Forschungspunkte stark gesteigert. Naja, oft hast du Pech. Das machen wir auf jeden Fall als nächstes. Wir haben jetzt 3500 Punkte und Kosten tut uns das nur ganz wenige Punkte. Wie viel? Achso, wir haben jetzt letztens diese Landreformen gemacht, deswegen. Ja, wir hätten nicht die Landreform nehmen sollen. Ist auch nicht schlecht, also die Effizienz von Bergbau und Landwirtschaft zu erhöhen ist sicher nicht schlecht, geldmäßig, auch für die Bauern. Und alles und jeden und überhaupt. Ja, was sind meine zukünftigen Pläne? Es gibt zwei Möglichkeiten normalerweise, die man jetzt gehen kann. Entweder man geht ganz friedlich. Das wäre eigentlich mein Plan gewesen. Ich habe jetzt 20 Infamie-Punkte, bis das wieder runter ist. Vergeht doch einiges an Zeit. Ich möchte möglichst bald gegen Großbritannien einen Krieg führen und den auch gewinnen, wenn geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das funktioniert, bevor ich verwestlicht bin, weil wir wollen von Großbritannien möglichst schnell möglichst viele Teile aus Indien herausschlagen. Unter anderem wollen wir versuchen, dass diese Kleinstaaten hier alle eigenständig werden, die wir dann zu Indien machen können. Weil viele von diesen Kleinstaaten haben dann Revolutionen und diese Revolutionen, pan-indische Revolutionen, die können dazu führen, dass Indien entsteht mit uns als Chefe, nachdem wir die stärkste indische Macht sind. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob das nicht erst funktioniert, sobald wir verwestlicht sind. Bis zu dem Zeitpunkt werden wir das wahrscheinlich nicht machen können. Mal abgesehen davon, dass wir rein truppentechnisch den Briten weit unterlegen sind und deswegen auf keinen Fall mit in den Krieg führen können. Schauen wir mal. Wir haben da schon mehr Truppen, als wir insgesamt stehen an der Grenze von uns. Ich will ja nicht wissen, was die dann irgendwo anders haben, wo es keine Grenze zu uns haben. Was wir natürlich schon einen Vorteil gegenüber Großbritannien haben. Großbritannien ist extrem, also der Computer ist extrem schlecht in der Logistik. Bis der mit seinen Truppen daherkommt, vergeht immer Ewigkeiten und man kann es schaffen, vielleicht einen Truppenkörper nach dem anderen abzubauen. Aber wenn er über einen drüber schwemmt, mit seinen Massen an Truppen, das wäre nicht so schön. Na gut, wie schon gesagt, das können wir dann machen, sobald wir verwestlicht sind. Jetzt bauen wir ein paar Truppen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wir könnten Richtung Persien gehen. Persien ist da relativ groß und auch sehr reich eigentlich. Vor allem da, diese Gebiete wären lustig, weil das könnte man dann da bis kolonialisieren, das wäre irgendwie nett. Aber das ist eigentlich sekundär, genauso wie zu hoffen, dass Tibet aus dem chinesischen Reich ausschert und wir Tibet erobern können. Tibet wäre auch nett. Obwohl, da hätten wir dann einen ständigen Krieg mit China. Na gut. Aber können uns unsere zwei Verbündeten Nepal und Bhutan, also nein, Bhutan ist gar nicht unser Verbündeter, Sikkim helfen. Nepal und Sikkim. Wieso ist Bhutan nicht mit uns verbündet? Hm, mit denen, nein, können wir nicht. Na gut, so wichtig sind sie mir auch nicht.
So, was wir aber derzeit wollen, ist, wie schon gesagt, keinen Krieg mit Briten führen, sondern wir wollen, dass diese Wahnsinnigen uns in ihre Sphäre aufnehmen. Das wäre absolut genial. Dann können wir gegen jeden Krieg führen, nämlich. Also wenn wir in der Sphäre von Großbritannien sind, dann ist das perfekt. Dann können wir auch gegen Russland Krieg führen, wenn es sein muss. Das heißt, wir werden jetzt Großbritannien mal mit Freundlichkeiten überschütten, dass sie uns in die Sphäre aufnehmen. Außerdem wollten wir von Persien ins Bündnis genommen werden. Schauen wir mal. Sie werden nicht akzeptieren. Minus 112. Warum? Zu viele Bündnisse. Basiszurückhaltung. Das allein gibt minus 100 und die Infamie noch einmal minus 39. Warum? Ärgerlich. Können natürlich da auch die Beziehungen verbessern. Aber vielleicht wäre es besser, die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Wenn wir nämlich über 100 sind, dann können sie uns nicht den Krieg erklären. Das wäre nämlich auch Kiewa, Bukhara und Kokand wären nämlich auch noch Möglichkeiten, in die wir expandieren können. Aber das geht nur, wenn uns Russland liebt. Ja, diese Expansionen an und für sich muss ich jetzt nicht unbedingt machen. Also ich weiß nicht, ob sie so sinnvoll sind, rein militärisch und wirtschaftlich betrachtet, aber bezüglich der Westernisierung wären sie ganz gut, weil jede Eroberung bringt Punkte und das sind relativ einfache Eroberungen, die wir da machen könnten. Ja, und deswegen halt. Okay? Gut. Das zum Überblick. Schauen wir einfach weiter. Ja, ich habe den Haushalt ein wenig angepasst, sodass wir ein bisschen im Plus sind. Manchmal. Okay, wir sind in Sukkur angekommen. Außerdem produzieren wir gerade ein bisschen Militär. Das Militär geht daher. Da sammeln wir es. Sehr gut. Gut gemacht. Jo, wir sind bei etwa 20.000. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht für Punjab. Schauen wir mal, ob wir das aufrechterhalten können. Gibt es doch Nagpur? Wo ist Nagpur? Da ist Nagpur. Das ist aber nett von ihnen. Ja, wie schon gesagt, wir wollen einige von denen aus der. Also, wenn wir einen Krieg gegen Großbritannien führen, dann dazu, um diese ganzen Mini-Staaten unabhängig zu machen. Weil, wenn sie unabhängig sind, können sie revoltieren, sie können Indien gründen, wir können Indien gründen. Kriegstrommeln, was ist das für ein cooles Ereignis? Viele Monde sind vergangen, seit die Ausländer an unseren Küsten ankamen, aber bis wir sie verjagt haben, werden nicht mehr viele Monde vergehen. So sprachen jedenfalls die Führer unserer religiösen und militärischen Kasten. In den Stammesräten wird schon seit einiger Zeit darüber diskutiert, dass jetzt die Zeit gekommen ist, den Europäern zu zeigen, dass sie diese verwüstende Ausbeutung unseres Heimatlands nicht fortsetzen können. Einen niedrigen Kriegsgrund gegen Großbritannien. Ist das süß? Dann könnte ich nicht einmal. Ah, vielleicht kriege ich aber Russland dazu, dass sie mit mir verbündet sind. Hallo Russland. Sie werden nicht akzeptieren, natürlich nicht. Warum sollten sie auch? Wow, sie hassen mich. Jetzt bin ich traurig. Hurra, wir sind bei England auf Plus. Ich darf nicht vergessen, dass ich weit weniger Diplomaten kriege, als wenn ich eine Großmacht spiele. Da gehe ich immer unter in Diplomaten. Wir dürfen nicht zu viel unsere Diplomaten verbrauchen für solchen Unfug. Was war das mit Großbritannien? Das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Naja, gut. Egal. Aber gibt es eigentlich auch irgendwelche Provinzen, die Großbritannien nicht hält?
In Indien, ja. Da. Pondicherry und Goa, eh klar. Portugal und Frankreich. Um ganz Indien zu gründen, müssen wir die auch noch herkriegen irgendwo dann. Aber das ist unsere letzte, absolut letzte Sache, die wir machen müssen. Hey, da ist ein Teil von Indien in Tibet. Das heißt, wir hätten hier sogar einen Grund, Tibet anzugreifen. Das klingt ja interessant. Boah, unsere Liberalen sind aber ganz schön gestiegen. Gibt es irgendwas Sinnvolles auch dabei? Großbritannien annektiert Travancore. Und Paraguay führt Krieg. Okay. Ja, vielleicht sollten wir sogar noch schneller drehen. Okay. So, hier in Kabul sammeln wir die Armee. Das wird unsere zweite große Armee. Wir werden dann noch eine dritte große Armee machen. Da unten. Und dann schauen wir, was die Zukunft einfach so bringt. Wir werden einfach noch schneller stellen. Na, nicht schon wieder ein Cholera-Ausbruch. Gibt's das? Jetzt haben wir uns gerade von der letzten Cholera erholt und wir haben wieder eine steigende Bevölkerung. Jetzt sinkt sie wieder. Gebiete. So, was ist mit der Kavallerie? Wird die auch irgendwann mal fertig? Na kommt's, den Wein können wir schon kaufen am Markt. So, ich glaube, wir werden jetzt aber die Zölle weiter runter tun. Solange wir so gut Geld verdienen. 15% Zölle mal. Zölle sind schlecht, schlecht für unsere Leute. Auch für uns, weil wir dann. Ah, fast, fast haben wir den Wein. Und. Was? Wir haben 15,32. Yay. Sehr gut. Das heißt, wir könnten langsam starten, auch dort unten zu bauen und da unten zu sammeln. So, was haben wir denn da? Dreimal Infanterie. Was haben wir da? Dreimal Kavallerie und viermal Infanterie. Was haben wir da? Zweimal und drei, sechs. Ja, machen wir zwei Kavallerie und drei Infanterie noch in der Gegend. Balutschisch. Kavallerie. Ketter. Auch eine Kavallerie. Einmal. Die gebaut sind. Hey, wir sind jetzt vertraut mit denen. Echt jetzt? Brasilien hat von Paraguay was erobert. Naja. 6.9.1842, gut. Sobald wir das haben, werden wir
das umstellen hier. So, wir haben jetzt wieder ein Minus, aber das liegt, ist eh klar, weil wir die ganze Zeit Sachen kaufen, um mehr Truppen auszuheben. Hey, und wir haben auch schon wieder 3 Diplomaten. Ist da irgendwas Sinnvolles auch dabei? Hey, Salvador ist unabhängig. Indor mag uns mehr. Aber auch. Pikern ja auch. Das können sie machen, solches Zeug. Warum bist du nur dort? Du sammelst nicht mehr. Du sammelst ab jetzt. Na schau an, schaut gut aus. Na hey, das ist rübergehen, haben wir gesagt. Das ist jetzt echt doof, Kinders. Na gut. Irgendwelche Sachen könnten ruhig auch passieren. So, warte mal. Was mit dir? Können wir ein Bündnis mit dir haben? Sie werden nicht akzeptieren. Minus 283. Pff. Das ist okay. Naja, okay, aber jetzt sind wir vertraut. Sie werden wohl keinen Krieg mit uns führen, solange wir vertraut sind, oder? Was sagt sie hier? Das heißt, wir werden Russland weiter Beziehung verbessern. Russland ist wichtig, eine gute Beziehung zu haben. So, warte jetzt mal. Ah, verstehe. Gehen wir da an die Grenze. Da können wir alle erhalten werden. Zumindest ihr 30, ihr 20. Okay. Aber vielleicht sollten wir die da auflösen. 3, 5 und 2, das passt eigentlich ganz gut. Da haben wir. Na gut, ja, das mit dem Wein ist so eine Sache. Wäre schön irgendwie, wenn wir mehr Wein kriegen würden. Aber immerhin die erste Kavallerie haben wir da schon. Yay, wir sind so großartig. Boah. Was die da Truppen haben, haben nichts Besseres zu tun. Da drüben wird noch mehr Krieg geführt. Südamerika ist ein einziger Kriegsschauplatz. Basta mag uns auch. Das ist okay. Chile hat Bolivien den Krieg erklärt. Hey, wir haben schon 1,6% Geistliche in unserer Hauptprovinz. Das ist auch nicht schlecht, weil das sollte eigentlich unsere Technologie steigern. 4700, bis wir da weiter sind, vergehen ja noch Ewigkeiten. Vielleicht müssen wir doch einen neuen Krieg führen. Aber wir haben bereits, wie viele Punkte? 2,3 Punkte pro Tag. Na schau an. Und die Geistlichen bringen 2 Forschungspunkte pro Tag. Mit etwas Glück. Ja, wir werden sie auf jeden Fall auf etwa 2% versuchen, 4% versuchen raufzubringen. Wenn sie 4% sind, sollte eigentlich das gesamte Land insgesamt eine 2%ige Geistlichenrate haben. Und die Alphabetisierung sollte vor allem einmal in dem Hauptgebiet steigen, stark. Mhm. Geldmäßig geht es uns auch gut.
Ah, sogar diese Kavallerie ist bald fertig. Wir werden dann schauen, dass wir 3 und 5er Trupps haben. Da haben wir 3 und 4. Ja, schauen wir mal. Stunden. Oh, da auch noch eine Armee. Und zwar bewegen wir die aber daher. Nochmal da mal 3 und 5. Was ist mit euch? Wieso setzt ihr nicht zusammen? Ah. Wir gehen da hier. Das machen wir so. Und das machen wir so. Gut. Passt. Wir wollen schließlich keine Leute sterben sehen, nur deswegen, weil sie in einer Provinz sind, die die Leute nicht erhalten kann. Gucken wir uns auch mal schauen. Ist okay. Fast, fast, fast haben wir es geschafft. Los, kaufen wir diesen Wein endlich. 14,75. Und wir haben wieder 2 Punkte, die wir in Russland investieren können. Burma hat sie um den Krieg erklärt. So, 17,7. Können wir denen eigentlich den Krieg erklären? Nö. Nur weil die irgendwelche indischen Gebiete haben, heißt das nicht, dass man ihnen den Krieg erklären kann, offensichtlich. Pff, wieso haben denn diese so viele Truppen an der Grenze? Das gefällt mir gar nicht. Wolltet ihr nicht eher in unser Wohlergehen investieren? Sind wir schon vertraut. Hm. 19,4. Können ruhig ein bisschen mehr investieren in uns. Ja, die USA auch ein bisschen, wenn sie unbedingt wollen. Aber nicht so viel, dass sie nicht Faisabad angekommen. Ist okay. So, schauen wir mal Vorratslimit. Gut, geht noch. Passt. Hey, die Mongolei machen uns auch ein Jaipur. Hm. Ja. Ihr seht, das ist nicht unbedingt das Interessanteste, was hier passiert. Aber immerhin. So, Russland. Wir müssen immerhin da noch warten, bei der informieren wenig, bevor wir irgendwas Neues machen können. Hm. Sind die mit irgendjemandem verbandelt? Bukhara, Kokand und Nejd. Nejd ist mir wurscht. Bukhara und Kokand sind mir nicht ganz so wurscht. Das ist Bukhara, ist das Kokand? Yep. Was ist das? Kiva. Können wir uns mit dir verbünden? Nein, wir sind auf Minus 18. Mit dir? Auch nicht. Was mit dir? Oh, du bist auf Plus 11. Hm. Ah.
Ja, wir müssen warten, bis Großbritannien irgendeinen fürchterlichen Krieg. Hey, Sulu wurde von Portugal annektiert, das sehe ich selten. Ich verstehe sie nicht so ganz, weil normalerweise würde das sich voll anbieten für Portugal. Das ist eine unzivilisierte Nation, gleich an ihrer Grenze zu ihren Kolonien. Okay. Und wieder ein Jahr vorbei. Noch ein paar Liberale. Wie viel haben wir schon? 5500. Puh, das ist ein langwieriges Zeug. 24, 24. Jetzt haben wir da 3, 5. Und da haben wir 3, 5, oder? Nein, da haben wir 2, 6. Also, okay. 2, 6 akzeptieren wir auch. So, und da wollen wir auch 3, 5. Das heißt, wir brauchen noch ein Viertel für die. So. Nehmen wir da ein Pferd hier. Sammelzentrum mehr. Okay. So ein bisschen bessere Armee als vorher. Ein Kriegsgrund gegen Tibet wäre super. Oder eigentlich gegen irgendjemanden, der nicht Großbritannien ist. Die USA hat auch wieder einen Krieg. Vielleicht sollten wir uns das nochmal anschauen, wie das da drüben abläuft oder was da drüben abläuft. Ja, rein diplomatisch meine ich. Ah, natürlich, USA, Mexiko. Gibt bitte schon wieder eine Cholera. Ach Gott, ich hasse die Cholera. USA, Uster. Ah, El Salvador gehört auch da dazu. Kolumbien auch. Ah, arme Schweine. Aber Ecuador nicht. Wie ist das da? Bolivien? Führt einen fürchterlichen Krieg gegen Chile und Brasilien. Oh, Niederlande ist neue Großmacht. Auch das ist eher selten. Ich weiß zwar nicht genau warum, weil auch die Niederlande haben relativ gutes Potenzial dazu, eine Großmacht zu werden, durch ihre Kolonien, die sie bereits haben. Naja. Jo, in der Folge ist jetzt nicht allzu viel passiert. 3 Jahre sind hinter uns und wir haben nur ein bisschen Militär aufgebaut. Okay, Chile hat ein bisschen was erobert. Ja, Mexiko ist ein armes Schwein. Die werden immer so fertig gemacht von den USA. Ich hasse die USA dafür. Naja, ist wahrscheinlich eher historisch. So gesehen passt das schon irgendwie. So, wenn wir uns die Zivilisationskarte anschauen, was ist denn eigentlich die Verwaltungskarte? Oh, unser Hauptgebiet ist eh relativ gut verwaltet. 75%. Nicht schlecht, Herr Specht. Gar nicht schlecht. Revoltenrisiko haben wir auch. Das gefällt mir zwar weniger, aber gut, was soll ich jetzt tun? Die Mongolei hat noch einmal versucht, mich um den Finger zu wickeln. Das finde ich aber nett von ihnen. Ah, Kolonial, nein. Was wollte ich? Ich wollte den Dings sehen. Den Zivilisationsstand. Wo ist denn das? Wo ist das doch? Da, Zivilisationsstufe. 35. 50%? Persien ist schon bei 50%. Wenn, dann sollte man die bald angreifen. Die sind bei 35, genauso wie wir.
Die ganzen anderen Gebiete sind auf 0. China ist noch auf 0%. Japan ist auf 10%. Ist gut. Boom ist auf 10%. Siam auf 0. Hey, Abu Dhabi ist auf 10%. Schau, schau. Na gut. Das interessiert uns eigentlich nicht. Die Bohne. Gut. Nur noch bis zum Ende des Jahres und dann hören wir auf für heute. Weil wirklich viel ist da jetzt nicht passiert. So, da sind wir auf Beziehungen 75. Und wir haben noch ein bisschen mehr Liberale. So, wie viele Geistliche haben wir denn schon? 1,8%. Na, schaut was an. Politikmäßig sind wir auf 6.400. Reformiertes Schulsystem. Alle Bevölkerung in Punjab unterstützen Liberale, erhalten 0,5% Militanz. Transportsystem ist auch nicht schlecht, aber Bildungsreform ist definitiv das Beste, was wir jetzt gerade machen können. Ich habe extra Führer automatische Stellen gemacht und er macht nichts. Das finde ich interessant. Gut, Herrschaften, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch für heute. Ich wünsche euch eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht wird es dann wieder mal einen Krieg geben. Obwohl ich glaube nicht, wir sind in dieser einen Folge nur um etwa 4 Punkte bei der Informierung untergekommen. Wenn wir in dem Tempo das weitermachen, können wir nicht so bald wieder einen neuen Kriegsgrund kriegen. Auf jeden Fall. Eine schöne gute Nacht, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.